Willkommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert, und andere vielleicht ein bisschen länger. So, zum Paddle hat aktuell noch kein Event laufen, was den Winter angeht, aber es hat gestern ein Update rausgehauen, weil als es gestern oder ja inzwischen schon vorgestern das Update rausgekommen ist, waren die Updates halt drin, aber die Info stand noch nicht drin. Also das Multiworld Farming habe ich auch schon ein bisschen gehört, weil ich habe mir inzwischen öfter mal doch die Livestreams angeschaut, die auch hier dann immer angezeigt werden, wenn sie stattfinden und natürlich auch mit Diamanten belohnt werden. Insbesondere der Geburtstagsstream von Lach, also einem der Entwickler von Zum Beidel, war Wahnsinn, hat viele, viele Gems unter die Leute gehauen, und meine Hölle hat davon sehr profitiert. Auf jeden Fall, obtain the unique item in World 4 to begin your cooperate adventure. Ja, genau, das ist nämlich das, was mir gestern schon aufgefallen ist. Das werde ich mit euch zusammen gleich mal holen, damit wir in dieses Multiworld Farming mal reinschauen können. New building level added for golden shower of deathness and chaos resort. Okay. Noch weiter. Noch mehr Diamanten senken eingebaut. Revamped quick options. Mit 100% 10 more Usability. Genau, das habe ich schon gesehen. Zeige ich euch gleich, was damit gemeint ist. Die Sprungmarken sind jetzt kleinere Buttons und man kann mehr Positionen, mehr Sachen erreichen. Farm Mode ist jetzt an einer anderen Stelle. The Stapler has been removed. Was auch immer das ist. Und Bugfixes. So, mal gucken, ob sie einen Bugfix hier drüben gemacht haben. Das heißt, das kann ich immer noch nicht rauslöschen. Auf jeden Fall, hier ist mein Freundescode UEHNNE, damit ihr mich dann mal wahrscheinlich in die Liste reinbekommt. Ich kann im Moment keine hinzufügen, ich müsste die anschreiben, damit die hier diese komische Liste löschen, weil es im Moment noch keinen anderen Weg dazu gibt. Und das Schöne ist, da wir jetzt schon nach Mitternacht haben, beziehungsweise hier wäre es auch 1 Uhr gewesen von meiner Zeit, wo das resettet wird. Es gibt das nächste Item und es sieht nach einer Wiederholung aus. Das heißt, anscheinend fangen die Items an, sich jetzt zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob es tatsächlich dann nur diese Items gibt. Also, was habe ich inzwischen für Items von Maurice bekommen? Den Slime Orb für 10% Karl-Bonus, ein Sticky Sachel, wo ein Level von Karl zusätzlich ich dann am Anfang habe. Dann einen zusätzlichen Ghost von den Villagers, einen Amplifier, dann eben diesen Storage, der jetzt wieder dabei ist. Dann DPS-Multiplier von 2, die Black Orb, davon habe ich aktuell 3 und stehe bald vor dem nächsten, dass ich die Welt 4 letztlich besiege. Also vor allen Dingen, dass ich mal sehen, wann ich den Magier dann tatsächlich von Welt 4 besiege, aber den King sollte ich in den nächsten Tagen schlagen können. Dann increase Portal Level bei 1 und Multiply Skull Values bei 2 per Black Orb. Das heißt, das scheint das Schema zu sein. Das heißt, es sind 7 Items. Das heißt, nach 7 Wochen wiederholt sich das dann wahrscheinlich, ist jetzt meine Vermutung. Das heißt, sie haben ihn mit 7 Items ausgestattet und die sind eigentlich alle genau diesem Multiplikatoren-Spiel entsprechend. Ja, man kann die so oft haben, wie man will, sozusagen. Das macht dann keinen Unterschied. Ich kann ja dann mal testen, ob man diese Dinger zu irgendwas kombinieren kann und man dann noch stärkere Boni rausholen kann. Aber mal schauen, das mache ich später. Jetzt geht es erstmal darum, hier die Timer wieder laufen zu lassen. Das heißt, dafür muss ich aber ein paar Aufgaben auch erfüllen. Upgrade the Zombie Horde to a Level. Das werde ich mal als erstes schauen. Und euch hier zeigen, also das hier ist die 110% nützliche Quick Options. Das heißt, Buy und Activate Skill war vorher schon da. Go to Map war nicht da, dafür das Go to Arcan.
und Quick Portal und Entercode sind neu. Das Entercode ist eben wichtig, weil normalerweise, wenn man halt diesen Videostrom anschaut, dann steht da normal immer ein Code, den geht man hier über Mail und sagt dann okay, Reply und gibt dann hier das Zeug ein. Und hier ist es jetzt dann eben möglich, einfach Entercode, zack, eingeben und ich weiß nicht, ob man dann noch über die Mails das Ding aufmachen muss, ob man den dann auch gleich gut geschrieben bekommt. Habe ich noch nicht ausprobieren können, dazu ist das Update dann doch zu neu. Also, als erstes, Upgrade Zombie Horde Tour Level. Also, Upgrade to Max, 29.000 reicht. So, erstes ist gefüttert. So, das nächste ist eigentlich, dass ich den Boss bekämpfen soll. Mal schauen, wo ich jetzt hier bin. Okay, hier klappt es mit Sicherheit besser. So, erstmal die Kohle einsammeln. Und kein Upgrade von dir. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Das reicht mir, wenn ich das auf dem normalen Weg bekomme. Und hier die upgraden. Und jetzt die Skills aktivieren. So, das heißt, dass ich jetzt auf jeden Fall ohne Probleme die Villagers bekommen sollte, sobald ich sie natürlich gekillt habe. Und ich habe jetzt 900 Diamanten. Ich müsste mindestens 11 Diamanten bekommen, weil eben so nach 4 Stunden etwa kann man eben durch Villager klicken die 11 Diamanten bekommen, bis maximal, glaube ich, 14. Also das ist so ein bisschen random, ob es 11 oder 14 sind. Mal schauen, wie viel es am Ende werden. Und mal sehen, wie lange er mir genug Villager zur Verfügung stellt. Also im Moment habe ich meine 11 bekommen und es sieht nicht so aus, als würde ich heute Bonus-Diamanten bekommen. Es bleibt dann wahrscheinlich einfach bei den 11, weil sonst wäre sicherlich hier noch ein weiterer schon wieder gedroppt. Es soll jetzt kein spezielles Weihnachtsevent geben, sondern ja irgendwie eventuell kürzere Events oder andere Aktivitäten. Mal schauen, was da tatsächlich kommt. Das ist jetzt erst vorgestern im Entwicklerstream so ein bisschen diskutiert worden. Aber interessant auf jeden Fall, dass dieses Multifarming-Ding da auf jeden Fall jetzt draußen ist. Dass das jetzt schon da ist. So, als nächstes ist dann Reach Without Buying the Blue Spectre. Das werde ich dann gleich machen, nachdem ich resettet habe. Aber was muss ich jetzt erstmal machen? Jetzt muss ich erstmal das Item finden. Also hier natürlich nicht. Und hier gibt es jetzt eh nicht so viel zu holen oder abzuwarten. Weil 1966, das weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich schon 2000 schaffen würde. Normalerweise nicht. Und dann kann ich jetzt erstmal noch wieder rüber wechseln zu Welt 4, wo ja eben die Info war, ah Moment, da gibt es etwas Neues. Und ihr seht auch hier schon, wenn ihr die Map angeschaut habt, wenn ihr es gerade... Wenn ihr sie von vorher kennt, hier sind solche Progressbars. Das heißt, wie viel Prozent der Welt sind sozusagen schon abgeschlossen. Und auch die Anzeige hat sich da ein bisschen geändert. Und dazu jetzt das neue Item, womit ich dann hoffentlich hier das Multi-Progress, Multi-Level-Farming aktivieren kann. Okay, es war zwar ein nur Bob-Level, aber da Bob noch mit seinem Slots-Form aktiv war, ist schon erledigt. Key-Item. Unlocks the ability to hire monster on the world map. Also, ich kann jetzt Monster rekrutieren. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, dann lass uns doch mal nach oben gucken. Go to Map. Enter. There are no monster addition stationed here. We are fighting at level 400. Nobody there. Ah, okay, das wird dann durchgeschaltet. We are fighting at level 790. Bob here, so monsters are on break. Okay, die sind on Pause. Okay, hier kann ich erst einkaufen, wenn ich 5 Black Orbs habe. So, die beiden sind schon freigeschaltet. So, aktuell habe ich 3. Das heißt, für die Welt bekomme ich den 4. Und das heißt, ich muss die Welt geschafft haben, um letztlich in dieser Welt Monster stationieren zu können. Ist okay. Also, gucken wir mal, was ich hier mit Monstern schon mal anstellen kann.
Gut, also damit ich den Stone Golem kaufen kann, brauche ich zum einen Orbs und zum anderen brauche ich eins von diesen Rabbesteilen. Die habe ich jetzt natürlich noch nicht. Okay, schauen wir mal, was ich hier kaufen kann. Oh, da kann ich meine Axt loswerden. Und 35 Millionen. Das ist zumindest mehr als 10%. Ah, hier brauche ich auch noch die 4 Orbs. Das heißt, hier kann ich auch noch keine kaufen. Gut. Oder auch nicht so gut. Schade. Da kann ich jetzt noch nicht so schnell einsteigen. Aber ich guck mal, was diese Axt ist. Okay, das ist eine Magic Axt und macht normal 300% to Non-Tap-Monsters. Naja, da werde ich mal eine davon aufgeben und werde mir die jetzt kaufen. So, dann mal gucken, was ich mit dem Monster anstellen kann. Also Monster, Higher, 35 Millionen. Eine von diesen Ghost-Dingern ist ja kein Problem. Die kann ich ja jederzeit über die Villagers wieder herstellen. Genau, eine Magic Axe und einen Ektoplasm. Jawohl. Meine Geldschweine. Nein! Das heißt, davon muss ich dann wieder mehr bauen. VR Farming. Oh, okay. Die collecten da oben dann das Gold. Und wir haben plötzlich will reach Level 600, 425. Okay. Und das reicht noch nicht sehr weit. Das heißt, das entspricht wahrscheinlich dem, also die Level, die da, oder die Monster, die da rekrutiert werden. Oh, das sehe ich jetzt natürlich hier nicht mehr, weil ich sehe ja nicht mehr die Monster, die da gewesen sind. Liegt es hier noch? Okay, genau, hier liegt es im Staub. Also 425, das war sein eigenes Level. Dann der hier, 476. Boss to be killed und der 551. Das heißt, bis zu den Leveln anscheinend ist zumindest erstmal das, was sie standardmäßig machen können. Auf jeden Fall noch deutlich zu wenig. Das hat auf jeden Fall hier keine Auswirkung, was ja auch wiederum logisch ist, weil ich ja eh auf einer ganz anderen Stufe an der Stelle bin. So, das nächste ist jetzt erstmal in die Hölle zu gucken, also beziehungsweise hier eben in die Arkane-Sache so reinzugucken und das ganze Zeug einzusammeln. So, jetzt habe ich meinen letzten Shard bekommen. Das war jetzt wieder der dritte Shard. Das heißt, da kann ich das jetzt gleich schon mal kombinieren. Das sollte auch nur eine Stunde dauern, ganz genau. Und den großen Bonus, den ich dann für die Shards wieder bekomme, weil ich werde die zwei jetzt natürlich gleich wieder in einen 6er Shard umwandeln. Dazu brauche ich noch das Elektro, das Plasma Prism und damit 2 Tage. Dann habe ich den Shard auf jeden Fall komplett. So, jetzt kann ich noch mal gucken, was ich hier jetzt noch herstellen kann. Das nötige Item für den Rubbish kann ich jetzt noch nicht bauen. Da will ich erst wieder Zeug einsammeln. Das sollte dann kein Problem sein. Und meine Schweinchen werde ich so schnell nicht aufgeben, weil davon werde ich dann erst ein paar neue bauen, bevor ich die da verfüttere, um diesen Drachen zu bekommen. Ich glaube, von den Items gibt es jetzt nichts Neues zu erzählen. Da gab es jetzt nichts Besonderes dazu. Ich glaube, bei der letzten Folge habe ich die auch schon alle in dieser Form mehr oder weniger gehabt. Achso, was ich noch loswerden wollte, ich wollte dieses Ding eigentlich loswerden. Dann kann ich die ja mal kombinieren, stelle den Rubbish her und kaufe mir noch das andere Monster von Map 1. So, Monsters. 60.000, jawohl. Ah, so eine Cube aufgeben ist okay, davon habe ich eh genug. Beziehungsweise die habe ich zumindest eh hergestellt und wenn, habe ich die Super Hyper Power Cubes und von denen habe ich auch eine ganze Reihe. Also das ist okay. Das sind die teuren Flaschen, oder? Elixir of Madness. Ja, das sind schon die kombinierten Ultima Potions. Aber okay, ich habe 11 Stück davon. Wenn das jetzt mal um 10% die Kampfkraft sinkt, ist das jetzt auch kein Problem. Das tut mir jetzt nicht weh. Und dann habe ich die Monster hier, glaube ich, schon komplett, weil es gibt ja nur 4 Monster in diesem Bereich. Jawohl. So, und was passiert jetzt? Max Reachable Level 325. Ist das auch das Maximallevel? Nee. Und wie funktioniert das Ganze jetzt, damit die auch den Rest fertig bekommen?
So, das heißt, die vervollständigen hier bis 325, ja, also das Level, was das letzte Monster hat. Und dann bleiben die letzten Sachen hier eher uncleared. Das heißt, das wird nicht komplett vervollständigt und den König muss ich dann selber erledigen. Hier werde ich jetzt einfach nur die Ghost-Kräfte aktivieren, weil, wie gesagt, es gibt jetzt aktuell nichts, was ich hier großartig machen kann, außer die Kreuz und Quer zu kombinieren. Das habe ich nicht vor. Die Sekunden warte ich noch. In der Zeit zeige ich euch schon mal die Hölle, wie sie jetzt aktuell aussieht und gucke mal nach, welche Items oder welche Gebäude sie jetzt eigentlich dann noch weiter abgeredet haben. Also das hier hat noch zwei Stufen. Da spare ich jetzt im Moment gerade auf die 1000, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich im Weihnachts-Event, also auch wenn das Event vielleicht so nicht stattfindet, aber wenn die Weihnachts-Items vergünstigt angeboten werden, werde ich da auf jeden Fall zuschlagen und mir die ganzen vom letzten Weihnachts-Event, die ganzen Items kaufen zum halben Preis. Deswegen spare ich im Moment einige Diamanten zusammen. Ich glaube, 1500 sind die Gesamtwert der Items, also 750 brauche ich auf jeden Fall, um dann die Items alle aufzukaufen. 30% auf DPS, das hat sich, glaube ich, nicht geändert. So. Das hat sich auch nicht geändert. So, das ist schon auf Max. Und das hat auch noch zwei Stufen. Okay, also welche waren das jetzt? Nochmal nachschauen. Also in den News stand: New building level added for Golden Shower of Deathness and Chaos Resort. Okay, dann hatte das hier doch ein Level weniger vorher. Dann mal sehen, was im nächsten Level noch als Upgrade dazu kommt, welche hier dann noch angehoben werden. Und Shower of Deathness. Ah, okay, du hattest dann doch bloß noch ein Level. Das heißt, du hast jetzt ein Level mehr noch. Na, okay. Das ist halt so Stück für Stück. Können halt noch mehr Diamanten investiert werden. Und jetzt machen wir erstmal den Reset. Den Quick Reset. Warp to Western Sven. Let's use the highest portal. Yes. Okay, das heißt, er transferiert mich selber dahin und ich kann dann jetzt inzwischen das Siebenfache an den Orbs, die ich eigentlich gesammelt habe, also eigentlich habe ich ja nur 39 Millionen, aber da bekomme ich 275, deswegen haben mir die Millionen von vorhin jetzt nicht so wirklich wehgetan. Das war unproblematisch. Und wie arbeiten jetzt meine Monster? Wenn ich jetzt von hier abhaue, okay, der sammelt da schon die ganzen Sachen ein. Das kann ich hier dann natürlich auch gleich nutzen. Das heißt, ich brauche eigentlich meine Schweinchen gar nicht mehr. Wenn die mir Kohle einsammeln, dann brauche ich meinen Anfangsbonus nicht mehr. Dann könnte ich vielleicht auch, ohne dass ich die Schweinchen nachbaue, also diese... Oh, verdammt. Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich hier Reach Difficulty without buying the Blue Spectre hatte. Also das mache ich dann erst beim nächsten Reset. Und mache jetzt einfach ganz normal wieder einen Durchgang. Und hier dann das Max. Genau, also Karl de Monolith startet inzwischen schon mit zwei Leveln, ohne dass ich irgendwas davon gekauft habe. Und dann geht das so los. Ah, ich bin ja jetzt tatsächlich schon in dem hohen Ding. Das heißt, die müssten eigentlich auch in dem anderen Ding arbeiten. Also, das heißt, ihr müsstet jetzt schon dabei sein, hier zu clearen. Und ihr seid jetzt bei Level 15. Das braucht natürlich auch eine ganze Weile, bis sie das machen, aber eben in der Zeit, wo ich offline bin und eigentlich mit Bob ja nur ein Level bespielen kann. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Nein, nein, nein. Lass uns wieder verschwinden. Wir gehen wieder hierhin zurück. Und machen da weiter. Weil natürlich mit den Boni, die jetzt die beiden Felder da ausspucken, ist das natürlich jetzt gar kein Problem, das einzusammeln. Und die Diamanten natürlich auch. Die Orbs, meine ich. Okay, das heißt eben, gerade wenn man offline ist, ist es ganz praktisch, dass die dann hier durchflügen. Okay, dann könnte ich jetzt mal hier noch gucken,
Und mir auch. Okay, jetzt brauche ich erstmal noch ein paar mehr Ghost Crafts. Also, ab zum Arkan einsammeln und noch mehr Ghost Craft bauen. Dann muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen mit den Ghost Craft, weil die Plasma-Sachen sonst gleich wieder hier kombinieren und ich dann natürlich keine drei übrig behalte. Weil sonst ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die drei zu einem Ektoplasmenball kombinieren. Das will ich jetzt natürlich möglichst vermeiden und werde deswegen jetzt manuell die Villagers kombinieren. Und dann muss ich erstmal ein paar Villager farmen, damit ich ja das nächste Ding kräften kann. Also zumindest bekomme ich ja je Geist zum Glück zwei Seelen. Also jeder Geist, der hier aufsteigt, bringt mir zwei Seelen. Und solange Slots Form noch aktiv ist, bekomme ich auf jeden Fall schnell genug Villager zur Verfügung, damit ich die anklicken kann, dass sie Schädel und Seelen hinterlassen. So, noch 13 Sekunden. Mal gucken, ob bis dahin mein Seelenreservoir wieder voll ist. Und beim nächsten Mal habe ich ja nochmal 30 mehr, also wenn ich das nächste Item von Maurice bekomme. Gut. So, 38,44, dann machen wir mal die nächsten Crafts noch fertig. Und dann sammle ich die restlichen Seelen ein, damit ich dann auf jeden Fall 50 in Reserve habe, beziehungsweise es ist im Moment ungerade. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier auf 51 kommen. Und schalte ein bisschen zur Beschleunigung meinen Klicker dazu, damit die Häuser schneller zerstört werden. So, hier sind jetzt natürlich auch schon die Items verfügbar. So, mal gucken, wo jetzt hier die... So, für den aktuellen Stand mit hoch 43 ist das natürlich nicht viel. Es geht dann später eigentlich nur, also die kann ich eigentlich laufen lassen. Ich hoffe nicht, dass die voll werden. Ich glaube eher, dass es die Progressbar, bis wie weit die gehen können. So, dann gebe ich doch euch auch noch einen Bonus und sage... Was? So schnell sind die schon? Bei 14%? Ich dachte, das sollte eigentlich über Stunden auch parallel dauern, aber okay. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die beiden Level innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall fertig bekommen würde. Komplett mit Slots Form und vor allen Dingen, wenn ich eine Scroll bekomme, die halt eben diese Verringerung um 6 Häuser macht pro Levelaufstieg. So, also ich wollte jetzt meine Schweinchen noch abgeben und 75 Millionen ausgeben. Nee, will ich doch nicht. Hab's mir anders überlegt. So, hier kann ich sowieso noch keinen kaufen. Das heißt, den muss ich eh selber räumen. Aber ja, also soweit eigentlich der Status für heute. Eben das Update mit Multi-Level-Farming. Das heißt, wenn ihr da auch das bei dem Spiel eher ein Idle-Player seid, dann helfen euch die Monster jetzt dabei, bestimmte Regionen nicht mehr komplett farmen zu müssen, sondern die nebenbei mitzufarmen, während euch Bob in der schwierigsten oder höchsten Region vertritt und hier halt weitermacht und für Ärger sorgt. Deswegen, also mit Slots Form geht das ruckzuck und wenn das eben verringert ist, bei den anderen sind es ja dann normal nur noch 8 Level, die ich benötige, oder 8 Häuser, die ich pro Level benötige. Und das dann um 6 verringert, sind nur noch bei 2 und mit 2 kriege ich innerhalb von 2,5 Minuten das erste auf jeden Fall komplett durch und bei dem zweiten bin ich dann knapp vor dem König. Und ja, das klappt also ziemlich easy. Mal gucken, haben wir gerade eine? Nee. Timeskip. Lohnt sich zwar für die anderen Sachen nicht so sehr, also für die Ghost-Dinger mal davon abgesehen. Aber wo es natürlich entscheidend wirkt, ist mein Chart. Das heißt, ich habe jetzt schon zweimal die 6 Stunden. Das heißt, ein halber Tag ist schon vorbei. In wenigen Minuten ist der halbe Tag vorbei. Manchmal ist das so. Zum Glück nicht immer. Genau, jetzt hat er hier seine Bälle hergestellt, aber ich brauchte jetzt eh keinen mehr. Von daher ist das okay. Und auch den nächsten Cube. Also passt das soweit. Damit gab es gleich, obwohl es gar nicht so unbedingt geplant war, bei mehreren Spielen einige Erweiterungen und Updates, die gerade angefallen sind. Aber mal sehen, wie das in der nächsten Zeit weiterläuft, wenn ich das regelmäßiger mache. Und ansonsten, das war's für heute.
viel Spaß auch mit zum Beidel und mit all den anderen und tschüss.